Dankeschön. Hallo liebe Kommilitoninnen und vor allen Dingen auch liebe Kolleginnen. Ich bin Max, ich bin Sprecher in der Jung GEW Berlin, der Jugend der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Als Jung GEW Berlin unterstützen wir den Brief der Lehrenden. Es ist ein Skandal, was an der FU in der letzten Woche passiert ist, aber auch an anderen Universitäten bundesweit werden die Rechte von Studierenden eingeschränkt. Auch die GEW Berlin als Ganzes verurteilt seit gestern die Diffamierung von Hochschulangehörigen und sagt ganz klar, Proteste an der Universität dürfen nicht von der Polizei erstickt werden. Genau, die GEW Berlin und auch unsere Bildungsinternationale, also der internationale Zusammenschluss von Bildungsgewerkschaften, fordern eine Waffenruhe, was total gut ist. Denn den Kindern in Gaza wird das Recht auf Bildung genommen, genau wie auch unseren Kommilitoninnen, denn jede Universität in Gaza wurde mittlerweile zerstört. Aber ich denke, wir müssen auch darüber hinausgehen. In Kalifornien stimmten 79% der Beschäftigten für einen Streik in Solidarität mit den Studierenden und ihren Forderungen. Sie verlangen, dass alle Klagen fallen gelassen werden und wollen dafür streiken. Fetten Applaus dafür! Genau, nicht nur in Kalifornien, sondern auch in anderen Teilen der Welt haben Gewerkschafterinnen und Beschäftigte sich zunehmend in das Geschehen eingemischt und etwa Waffenlieferungen blockiert. Auch hier an der FU müssen sich Beschäftigte an der Seite der Studis organisieren, so wie heute hier. Als Junge GEW Berlin schließen wir uns unseren internationalen Kolleginnen an. Für eine Waffenruhe, für ein Ende von Waffenlieferungen, die Durchlassung von Hilfsgütern, ein Ende von Besatzung, die Freilassung der Geiseln sowie die Öffnung der Geschäftsbücher der Universitäten, um zu sehen, ob und wie für Krieg geforscht wird und natürlich eine Zivilklausel, damit gar nicht mehr für Krieg geforscht wird. Genau, wir verurteilen die Repression gegen Studierende, die Hetze der Bildungsministerin und der Bild-Zeitung und Co. Der wichtige Kampf gegen Antisemitismus darf nicht den Kampf für ein Ende des Krieges und gleiche Rechte für Palästinenserinnen ausgespielt werden. Wir brauchen eine gemeinsame Bewegung von Studierenden und Beschäftigten für Palästina. Lasst uns das nicht die letzte Aktion gewesen sein, sondern weiterkämpfen. Genau, eigentlich sollte das schon das Ende meiner Rede gewesen sein, aber ich wollte noch ein paar Worte an unseren Unipräsidenten Ziegler verrichten, der ja heute hier ist mit uns auf der Kundgebung und wollte ihn auffordern, im Namen der Jungen GEW Berlin die Anzeigen gegen unsere Studierenden hier an der Universität, gegen unsere Gewerkschaftsmitglieder fallen zu lassen. Dankeschön. Applaus